So, willkommen zur letzten Runde, direkt vor Mittagessen. Ich halte mich jetzt kurz und knapp und uns wird der Ralf Döring von der DB Systel ein bisschen was über das Plattformmonitoring erzählen. Danke. Ja, dann hallo alle miteinander. Ich werde etwas zum Plattformmonitoring mit Nagios bei der DB Systel erzählen. Vielleicht zum Überblick, was erwartet uns in diesem Vortrag, natürlich kurze Vorstellung von mir und meiner Firma. Ich gehe davon aus, es wird vielleicht doch nicht jeder wissen, wer die DB Systel ist. Werde etwas zu Nagios bei der Plattform Unix Linux im Speziellen erzählen, etwas zur technischen Architektur Plattformmonitoring, nachdem wir geklärt haben, was aus meiner Sicht für uns Plattformmonitoring ist. Es sind einige technische Aspekte dabei, wie wir diese Nagios-Umgebung betreiben im Sinne einer automatisierten Konfigurationserstellung und automatisierten Deployment und am Schluss die übliche Zusammenfassung und Fragerunde. Damit wären wir schon beim ersten Punkt der Vorstellung über mich. Mein Name sollte hier vorne dran stehen. Ich bin Mitarbeiter bei der DB Systel im Bereich Plattform Unix-Linux. Wir sind ein Bereich der Firma, die von Erfurt aus, und zwar aus diesem schicken Gebäude rechts in diesem, auf dem Bild, Unix und Linux-Server betreut, die im Wesentlichen in unseren Rechenzentren in Berlin stehen. Zu Zahlen habe ich später nachher noch was vorbereitet. Was ich in diesem Bereich mache, ich bin kein eigentlicher Admin, das heißt, ich bin nicht derjenige, der tagtäglich dafür sorgt, die Server am Leben zu halten und falls es ihnen nicht gut geht, dafür zu sorgen, dass es ihnen wieder gut geht. Ich bin einem Bereich zugeteilt, der sich Systemtechnik nennt. Wir sind die, die eher zum großen Teil konzeptionell arbeiten, versuchen, neue Prozesse, Techniken konzeptionell darzustellen und in Produktion zu überführen und sie so der eigentlichen Administration zum Betrieb zu übergeben. Das heißt, wir sind eher konzeptionell denkend, man könnte fast sagen, im technischen Bereich etwas spielend tätig, um neue Sachen vor der Produktivsetzung auszuprobieren. Meine Kerngebiete dabei sind Linux, dem geschuldet, dass meine erste Linux-Installation, ich glaube, irgendwo aus dem Jahre 93, 94 stammt. Seitdem habe ich meine Hände zumindest privat und seit Ende 90er Jahre auch beruflich im Linux-Umfeld. Beschäftige mich bei der Systel zusätzlich in den letzten Jahren mit Monitoring und stark mit Virtualisierung, allerdings nicht mit Virtualisierung als solcher, sondern der Abbildung und Anbindung von unseren Virtualisierungsplattformen an unsere Plattform Linux. Das heißt, ich betreibe dort keine ESX-Server, sorge aber dafür, dass wir auf zum Beispiel VMware standardisiert, genauso wie Physik, auch Linux-Systeme bereitstellen können. Vielleicht mal etwas ganz kurz zur DB Systel. Kurze Zwischenfrage, wer kennt die DB Systel? Na, immerhin knapp 10% würde ich schätzen. Wer wir sind, ja, in einem Satz zusammengefasst, wir sind der IT-Dienstleister, das IT-Unternehmen der Deutschen Bahn, sind eine 100%ige Tochter der DB AG. Wir sind mittlerweile seit Frühjahr über 3000 Mitarbeiter, vor allem konzentriert in den Standorten Frankfurt, Main, Berlin und Erfurt. Ein paar Zahlen hier, wir haben zwei große Rechenzentren in Berlin mit 3200 Servern. Die Zahl ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ist mir hinterher erst aufgefallen. Die Zahl kann eigentlich nur unsere Unix-Systeme sein, weil für die 80.000 Nutzer dieses Bürokommunikationssystems BKU dürften die Windows-Systeme in dieser doch relativ kleinen Anzahl für die Anzahl der Büroarbeitsplätze nicht mit enthalten sein. Bis gestern, bis zum Vortrag des CERN, dachte ich, wir sind mit dieser Menge einer der Großen am Markt. Ich war dann etwas ernüchtert. Fühlte mich wie ein kleiner Krauter an der Ecke, aber man hat eine Nacht drüber geschlafen, es geht wieder besser. Was wir betreiben zusätzlich ist nicht nur die Serverarchitekturen, sondern auch im Wesentlichen konzernweit IP-Anschlüsse bzw. Netz von DSL bis Arbeitsplatz. 500 produktive IT-Verfahren, wer sich mit der Begrifflichkeit da nicht auskennt, das sind ja, Konglomerate aus verschiedensten Prozessen und Anwendungen, die eine bestimmte Dienstleistung erbringen. Ein Verfahren wäre beispielsweise Bahndirekt. Der eine oder andere hat das sicherlich schon mal gesehen. Das ist nämlich genau die Fahrplanauskunft und der Online-Fahrkartenverkauf unter bahn.de. Zu dem Storage möchte ich nicht allzu viel sagen. Die Zahlen sprechen für sich, stetig steigend. Was wir Stand Sommer noch betreiben, ist ein eigenes GSM-Netz, das GSMR. Ich denke, das wird demnächst zwar von der Systel zu einer anderen Konzerntochter migrieren, aber Stand Sommer
Gehörte das noch zu uns mit 43.000 Anschlüssen, eben schon erwähnt 80.000 Nutzer im BKU-System, das heißt, jeder standardisierte BKU-Arbeitsplatz, BKU heißt Bürokommunikation unternehmensweit, ist der standardisierte PC-Arbeitsplatz für Mitarbeiter, Sekretärin, Management, wen auch immer, läuft durch die Hände der Systel. Und gleichzeitig betreuen wir auch die Voice-over-IP-Anschlüsse im Konzern vor nicht allzu langer Zeit in unserem normalen Telefon auf Voice-over-IP umgestellt worden. Diese 3.000 Mitarbeiter abzüglich dem, was wir für die Verwaltung brauchen, sind ausschließlich Mitarbeiter IT. Das heißt, wir haben doch eine größere Menge Leute, die sich nur mit IT beschäftigen. Warum so viele? Einfach dem geschuldet, dass wir tatsächlich IT-Tochter der Bahn sind. Ein großer Teil unserer Kunden rekrutiert sich aus den internen Töchtern. Wir sind mit dem, was wir als IT betreiben, wesentlich mit dafür verantwortlich, für diese drei Geschäftsfelder, Personenverkehr, Netze, Transport und Logistik, für einen reibungslosen Betrieb zu sorgen. Das heißt, dass, um solche Schlagworte aufzugreifen, diese 26.000 Personenzüge pro Tag tatsächlich fahren, für Verzögerungen, bitte nicht bei mir beschweren, ich kann nichts dafür. Wir wären höchstens schuld, wenn diese Verzögerungen nicht angezeigt werden, weil das über Systeme unter unserer Kontrolle läuft. Die Anwendung selber betreuen wir nicht, aber die Plattform unten drunter ist in internem Sprachgebrauch mit einer der wichtigeren, weil nichts ist wichtiger, als auf dem Bahnsteig zu stehen und nicht angezeigt zu bekommen, dass der Zug später kommt. Züge können gerne Verspätung haben, aber es muss ersichtlich sein. Im Teil Netz ist hier das Streckennetz gemeint, nicht das IT-Netz. Das heißt, auch all dieses ist in irgendeiner Art und Weise mit unserer Infrastruktur der DB Systel in der IT verwaltet. Transport und Logistik, im Wesentlichen durch mehrere Konzerntöchter abgewickelt. Aus den Zahlen ist ersichtlich, erstens, da ist eine gewisse Menge abzuhandeln und zweitens, da sind durchaus Sachen dabei, wenn die IT-Systeme stehen, dann fahren Züge nicht, dann kommt eventuell das neue iPad nicht beim Kunden an, was auch immer da passiert. Wobei wir eigentlich schon mehr oder weniger beim nächsten Punkt sind, um herauszubekommen, wie gut es an unserem System geht, brauchen wir natürlich Monitoring. Dazu ein paar Ausführungen, wie wir als Plattform Unix, Linux Monitoring für uns verstehen, wie Narios dabei ins Spiel kommt. Und wo wir uns, sagen wir mal, in diesem Gesamtkonglomerat Systel im Moment wiederfinden. Als Einstieg dazu vielleicht mal eine Grobarchitektur, wie wir intern unsere Gesamtplattform in einem Architekturmodell wiederfinden. Die Aufgabenbereiche sind hier relativ strikt getrennt zwischen RZ-Netz bzw. Housing, das heißt dem eigentlichen Einbau, Betrieb, Verkabelung von Servern im Rechenzentrum, dem Betrieb der Netzinfrastruktur, Router, Switches und was alles so dazugehört, dem Bereich Hardware des eigentlichen Servers, das heißt das Blech, was im RZ in irgendein Rack geschraubt wird, dem Bereich Betriebssystem, bei uns Solaris, Linux in Ausprägung SLES und Red Hat Enterprise Linux. Ein eigener Aufgabenbereich beschäftigt sich mit Storage und auf dieser Plattform, abgedeckt durch Betriebssystem und Storage, setzen dann die eigentlichen Verfahren auf, die solche Sachen wie bahn.de oder die Anzeigetafeln auf den Bahnhöfen betreiben. Für was sind wir dabei zuständig als Plattform Unix bzw. Linux? Natürlich sind wir zuständig für den Teil Betriebssystem, das heißt Aufbau von Servern, Betrieb von Servern. Wir sind auch für den Bereich Hardware dahingehend zuständig, dass wir für den Betrieb oder stabilen Betrieb von diesem OS obendrauf natürlich gerne wissen, ob es dem Server unten drunter auch gut geht, ob alle Lüfter drehen, ob alle Prozessoren in Ordnung sind oder ob dort Platten oder was auch immer getauscht werden muss. Wir haben leichte Überschneidungen mit dem Bereich Storage und zwar an der Stelle, wo uns die Storage-Anbindung betrifft, an das SAN, nämlich funktioniert Multipassing, ist Multipassing korrekt aufgesetzt, sind die Platten verfügbar. Führt uns dazu, dass wir für uns als Plattform, nämlich als Plattform, die Linux bzw. Solaris auf irgendeiner Hardware betreibt, einen relativ engen Fokus auch sehen für uns, für das Monitoring. Uns interessiert tatsächlich diese rot eingezeichneten Bereiche. Geht es der Hardware gut? Ist unser Betriebssystem in Ordnung? Funktioniert die Anbindung in Richtung Storage? Und wir haben
ganz leichte Überschneidung, warum komme ich noch dazu, mit den eigentlichen Verfahren. Wir machen aber in dem Sinne kein Verfahrensmonitoring. Das heißt, unser Monitoring, das, was wir als Plattformmonitoring für unsere Plattform derzeit durchführen, erstreckt sich nahezu ausschließlich auf diese rot eingezeichneten Bereiche. Das heißt, wenn ein Server netztechnisch nicht erreichbar ist, ist für mich nicht sofort ersichtlich, ist die Netzwerkkarte kaputt oder der Router davor. Okay, was machen wir mit dem Plattformmonitoring? Aufgabe an sich ist, schön mit Buzzwords, wir möchten oder müssen natürlich die vereinbarten SLAs unserer Kunden erfüllen. Das heißt, wir müssen erkennen, ob Hardware defekt ist. Wir müssen erkennen, ob Filesysteme volllaufen. Allerdings interessieren uns zunächst erstmal nur abzüglich Erweiterung unserer Betriebssystem-Filesysteme. Verfahren sind bei uns in diesem Architekturmodell so eingebunden, dass jedes Verfahren, jede Anwendung auf diesem System mit eigenen Filesystemen läuft und somit nicht in Konflikt mit Betriebssystemdaten kommen kann. Uns interessieren natürlich essentielle Systemprozesse. Prominente Beispiele sind solche Sachen wie der NSCD oder SSSD, die uns gerne mal Ärger bereiten im Hinblick auf unsere LDAP-Anbindung. Uns interessiert natürlich, ob Storage in Ordnung ist, ob das Multiparsing funktioniert, und was wir über das Plattformmonitoring mit abhandeln, ist eine kontinuierliche Qualitätssicherung für unsere Server, da wir zumindest im Bereich Linux und im Wesentlichen auch in den Bereichen Solaris relativ stark standardisiert arbeiten, was die installierten Systeme anbetrifft, haben wir für alle Ausprägungen inklusive der Hardware eine Sollzustandsbeschreibung, wie denn ein System auszusehen hat. Welche Hardware darf da verbaut sein, welche Filesysteme dürfen da sein, welche Infrastruktur wird benötigt, um dieses System zu betreiben, LDAP-Server, NTP-Server. Und diese Qualitätssicherung wird initial durchgeführt nach dem Aufsetzen eines Systems und kontinuierlich in relativ langen Zeitabständen, das heißt ein Test täglich, ein Test wöchentlich im Rahmen des Monitorings, sodass auch erkannt werden kann, ob ein System, dem es an sich gut geht, von bestimmten Normparametern, nämlich dem beschriebenen Sollzustand, abweicht. Was ist Plattformmonitoring nicht? Ich glaube, das hatte ich schon kurz angedeutet. Wir wissen nur, dem Server geht es gut, alle Prozesse laufen, der Server steht nicht unter Last. Wir wissen aber nicht, ob über bahn.de als Schlagwort derzeit Fahrkarten verkauft werden können oder nicht. Ja. Wir als Plattform sehen das Gesamtkonzept, funktioniert denn ein gewisses Verfahren in seinem Zusammenspiel aus Application-Servern, Web-Servern, Datenbanken, wie auch immer, so weit, dass es seine eigentliche Business-Aufgabe erfüllen kann. Das sehen wir nicht. Wir sehen, dem Server geht es gut. Es gab da in der Vergangenheit durchaus auch mal Konfliktpotenzial, das erst zu klären war, warum denn ein Verfahren nach OS-Updates schlechter läuft als vorher, obwohl alle Parameter des Servers darauf hindeuten, dem müsste es eigentlich richtig gut gehen. Diese kurze Schnittmenge, die ich mit den Anwendungen angedeutet habe, resultieren eigentlich darausgehend, dass Nagios bei uns ein bestehendes Produkt abgelöst hat und im Umfeld dieses Produktes wurden den Verfahren bestimmte Monitoring-Dienstleistungen durch uns als Plattform angeboten. Das war die Überwachung ihrer Anwenderfilesysteme, Last und Vorhandensein von Nutzerprozessen bzw. auch Logfile-Monitoring, wo man sich bestimmte Schlagworte aus bestimmten Logfiles Events generieren lassen konnte. In diesem Ablöseprozess mussten oder wollten wir natürlich diese bestehende Dienstleistung nicht wegfallen lassen, sonst hätten wir mit der Ablösung durch Nagios ein Problem bekommen, rein organisatorisch, sodass wir dort gebündelt durch uns als Plattform auch dem Verfahren bestimmte Monitoring-Dienstleistungen weiterhin zur Verfügung stehen, und zwar nahezu ausschließlich diese drei Stück. Als Verfahren kann ich mir auf bestimmten Servern weitere Filesysteme überwachen lassen, kann mich über Vorhandensein oder Nichtvorhandensein bestimmter Anwenderprozesse informieren lassen und kriege Events, wenn bestimmte Einträge in Logfiles auftauchen. Jetzt habe ich lange darüber erzählt, was Plattformmonitoring für uns ist, und habe auch darauf hingewiesen, dass wir als Plattform eigentlich keine Gesamtsicht des Systems haben. Ja. Wer hat diese nun? Es gibt firmenintern eine Einrichtung namens Cockpit. Das ist die typische Monitoring-Einrichtung, etabliert an zwei Standorten in Frankfurt und Berlin. Das sind die, die wirklich Tag für Tag, im Zweifelsfall 24x7, vor einer großen Monitorwand sitzen und aufpassen, ob denn irgendein System gerade seinen Status von grün nach gelb nach rot wechselt, und zu bewerten, was muss jetzt getan werden. Dieses Cockpit wird
von den einzelnen Plattformen, Unix, Netz, Windows, teilweise Verfahrensplattformen, wie beispielsweise unser Web Application Stack Inet, mit Ereignissen versorgt. Die haben über ihr Monitoring eine Sicht auf das Komplettsystem, sehen eventuell auch, dass ganze Stränge von Rechnern weg sind, weil weiter vorne gerade Netz gemeldet hat, ein Switch ist ausgefallen. Wir sind eigentlich mit unserem Monitoring nur Datenlieferant fürs Cockpit. Das heißt, bei uns in Erfurt, in der eigentlichen Plattformbetriebsführung, sitzen zwar täglich auch Administratoren, die Systeme pflegen, aber bei uns sitzt keiner, der aufpasst, ob denn gerade ein System von grün nach rot wechselt. Das passiert ganz einfach über das Cockpit. In den Events, die wir dem Cockpit zustellen, sind zum Teil Handlungsanweisungen verknüpft. Das heißt, einige Standardaufgaben beim Auftreten einer Notification wird das Cockpit selber durchführen. Für alles andere sind wir als Plattform in diesem Sinne der Second-Level-Support. Heißt nichts weiter als, wenn Cockpit irgendetwas hat, von dem es selbst nicht weiß, was es tun soll, gibt es einen Incident, der bei uns landet und bei uns bearbeitet wird. Und das sind dann die Kollegen, die tagtäglich die Administration machen, die diese Incidents bearbeiten, gucken, was da wirklich los ist. Und das versuchen zu beheben. Wenn wir selber nicht weiterkommen, haben wir natürlich noch Wartungspartner, sowohl für Hard- als auch Software, die wir gegebenenfalls als Third Level in Anspruch nehmen. Das Bild sieht jetzt zwar ein bisschen anders aus als eins, was wir gestern bei dem Vortrag der ING DiBa gesehen haben. An sich ist es aber dasselbe System, gestern so schön als Umbrella-Monitoring bezeichnet. Wir haben eine übergreifende Instanz, die zwar alle Notifications erhält, aber jede Unterinstanz hat eventuell nicht ein Komplettbild der Lage. Frage? Ja? Soweit ich weiß, nicht. Also es wird mit Ausfall eines Routers nicht automatisch ein Event-Clearing durchgeführt, weil hinterher Server ausfallen. Soweit ich weiß, nicht. Aber müsste ich bei den Kollegen nachfragen, aber soweit ich die Architektur kenne, nicht. Es wird Deduplizierung von Ereignissen gemacht. Das werden wir nachher sehen, dass das für unseren Anwendungsfall sogar zwingend notwendig ist. Aber es gibt dort zwar Architekturbilder. Ich habe nachher noch ein Beispielbild, was das eigentliche Cockpit sieht. Aber es ist nicht so vollständig verknüpft, dass alle Informationen automatisiert zu entsprechenden Ergebnissen führen. Nein, Umbrella war gestern nur so ein Schlagwort, den der Sven Wohlfahrt von der ING DiBa geprägt hat. Was wir da einsetzen, habe ich später noch als Screenshot. Ich meine, die Eingeweihten werden es erkennen, das ist NetCool. NetCool ist das, was oben drüber liegt, ja. Ja. Okay, damit es nicht ganz so langweilig wird, vielleicht etwas, was über organisatorische Prozesse vielleicht ein bisschen langsam in Richtung Technik abdriftet. Nachdem ich jetzt gezeigt habe, wo wir uns eigentlich mit unserem Monitoring einordnen, was wir als Monitoring sehen, was wir auch als Monitoring-Auftrag haben und was wir für Monitoring brauchen und abdecken wollen, allein für uns. Vielleicht ein paar Aussagen darüber, wie wir das betreiben, wie wir dazu kommen, dass wir A in Richtung NetCool kommen und B auch mit unserer vorhandenen Infrastruktur zusammen kommunizieren und entsprechend Monitoring-Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Eins hatte ich, glaube ich, schon erzählt, diese Zahl rund 3200 Serversysteme, die wollen natürlich in irgendeiner Art und Weise an das Monitoring angebunden werden. Derzeit ist Nagios für Plattformmonitoring im Bereich Linux aktiv, bei etwa 2000 Systemen, Solaris derzeit in einem Migrationsprojekt, noch nicht an diese Nagios-Infrastruktur angebunden, wird noch anders gemonitort, landet aber als Event weiterhin in NetCool. Was wir organisatorisch haben, wir müssen natürlich in dem Monitoring vielleicht der ein oder andere diffizilen Unterschied zwischen SLES und REL-Systemen abdecken und das möglichst automatisiert. Und wir haben, ich denke im Moment, fast Hälfte-Hälfte im Linux-Bereich physische und virtuelle Systeme zu betrachten, die natürlich auch erfordern, dass Services gegebenenfalls anders angelegt werden, weil auf einem virtuellen System interessiert mich eine Hardwareüberwachung eigentlich gar nicht. Ja, ob der Prozessor kaputt geht oder nicht, kann ich in der VM eh nicht beheben. Was wir organisatorisch leisten müssen, ist, wir haben eine bestehende CMDB, das heißt, wir haben ein relativ breites Wissen über unsere Server,
über Ihre Standorte, Ihre Namen, Ihre IP-Adresse, die darauf laufenden Verfahren, über die Service-Level, all das, was man für den täglichen IT-Betrieb eigentlich benötigt, und wollen natürlich mit unserem Nagios-Monitoring irgendwie an diese bestehende CMDB angeschlossen werden. Was wir leisten müssen, ist aus der Folie von vorher ersichtlich, wir müssen uns an die bestehende Management-Infrastruktur anbinden, das heißt, mit diesem Plattform-Monitoring müssen wir NetCool mit Ereignissen füttern, und da ich vorhin schon explizit über die Qualitätssicherung erzählt habe, sollen Systeme natürlich initial erst im Monitoring auftauchen, wenn die Qualitätssicherung erfolgt ist, sonst ist eventuell nicht klar, ob die Fehler, die auftreten, im Rahmen einer nicht ganz korrekten Installation schon vorprogrammiert waren oder ob sie erst nachträglich auftreten. Vielleicht technisch, wir haben natürlich, ich erinnere an diese, wir sind Teil der Bahnfolie, durchaus Service-Level zu erfüllen, die 7x24 lauten. Entsprechend muss auch das Monitoring dafür ausgelegt sein. Wir werden nachher sehen, wir haben uns gegen eine Cluster-Lösung entschieden. Allerdings brauchen wir Redundanz, weil kein Monitoring ist sehr schlecht, wenn ich 7x24 darstellen möchte. Initial bei dem Aufsetzen dieser Nagios-Infrastruktur waren wir uns selbst noch nicht so ganz sicher, inwieweit wir das Problem mit Technik bewerfen müssen, dass wir die entsprechende Anzahl Checks pro Zeiteinheit durchbekommen. Wir haben uns konzeptionell für einen Weg entschieden, von dem wir denken, dass wir damit das System relativ simpel erweitern können, um weitere Scan-Instanzen, die auf weitere Physik verteilt werden. Was wir fordern, sowohl für uns als auch für unsere Admins, ein Kerngedanke dessen, was wir umgesetzt haben: kein Admin wird bei uns Nagios Objektdefinition schreiben. Punkt. Ja. Das Wissen ist einfach nicht breit genug gestreut, da Monitoring eine von vielen Aufgaben ist, die wir haben, aber nicht unsere Kernaufgabe. Wir sind keine Monitoring-Organisation. Wir wollen und müssen einen Weg finden, eine valide Nagios-Konfiguration aus Sicht der CMDB und des QS-Prozesses zu erzeugen, aber ohne dass unsere Admins selbst Services CFG, Host CFG und was es sonst noch so alles gibt, in die Hand nehmen müssen. Wir haben kleinseitig natürlich dafür Sorge zu tragen, dass die Systeme darauf vorbereitet sind, was uns zu dem Gedanken bringt, dass im Laufe der Zeit gewisse Konfigurationen auch kleinseitig aktualisiert werden müssen, zum Beispiel NRPE-Konfigurationen mit Kommandodefinitionen oder spezielle Sachen für Plugins wie das Checklog-File-Plugin. Das heißt, wir haben einen automatisierten Prozess im Fokus, der sowohl die Nagios-Konfiguration in unserer verteilten Nagios-Umgebung als auch das Deployment clientseitig weitgehend automatisiert. Die Erstellung der Pakete für die Clients, dieser Prozess ist dahingehend automatisiert, dass die Paketierung automatisiert ist und das Einspielen. Was der Inhalt der Pakete ist, muss natürlich noch jemand festlegen und per Hand dort reinbringen. Zwei Worte hatte ich schon gesagt, wir haben derzeit etwa 2000 Server in der Nagios-Überwachung für die Plattform, haben insgesamt rund 40.000 Service-Checks, von denen etwa 36.000 in einem 10-Minuten-Intervall durchlaufen. Die anderen 4.000 sind genau diese Qualitätssicherungschecks, die 2.000 Mal, nämlich für jeden Server einmal pro Tag laufen und 2.000 Mal einmal pro Woche für die Infrastruktur-Checks. Was wir technisch realisiert haben, ist, wir haben einen redundanten Aufbau verteilt über zwei Standorte mit einer Infrastruktur, die wir jeweils zwei Komponenten als Master bezeichnen, nichts weiter als Nagios-Systeme, die nur passive Checks entgegennehmen, und pro Standort vier Nagios-Instanzen, die jeweils ca. ein Viertel der Hosts monitoren, die Zuordnung von welcher Host wird durch welche Instanz verwaltet ist, dahingehend statisch, dass es mit dem Festlegen der Konfiguration in einem bestimmten Zeitraster, nämlich alle zwei Stunden, feststeht, welche Host durch welche Nagios-Instanz verwaltet wird, nämlich die Nummer 1, 2, 3 oder 4. Die Zuordnung davon haben wir versucht so zu kriegen, dass ein Host, der einmal der Nagios-Instanz 1 zugeschlagen wurde, auch bei dieser Nagios-Instanz bleibt, wegen Freshness- und Performance-Daten. Okay. Vielleicht noch mal etwas zu dem technischen Aufbau dieser Infrastruktur.
Was wir natürlich haben, wir haben irgendwelche Systeme, die wir überwachen wollen. Wir haben, hatte ich gerade erzählt, am Standort Berlin im Rechenzentrum eine Überwachung für jedes dieser 2000 Systeme eingerichtet, und zwar auf einem physikalischen Host vier einzelne Narius-Instanzen. Bisher ist dieser Host noch nicht so weit ausgelastet, dass wir irgendwelche dieser Instanzen auslagern müssten. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Diese vier Instanzen melden an ein zweites Narius-System auf einer separaten Hardware, hier mal als Master 1 bezeichnet, der nur die passiven Checks entgegennimmt. Führend für das Monitoring, das heißt derjenige, der die eigentlichen Events zugeordnet kriegt, ist bei uns das Cockpit. Das heißt, entsprechend Notifications müssen von diesem Master in Richtung Cockpit wandern und werden dann in Frankfurt oder Berlin bearbeitet. Und entsprechend, wenn aus Sicht Cockpit ein Ereignis bearbeitet wurde, entsprechende AGs für tatsächliche Acknowledgements oder Close des Narius-Ereignisses wieder in Richtung der Scanning-Infrastruktur natürlich zurückübermittelt werden müssen. Das Ganze redundant, noch einmal 1:1 am Standort in Frankfurt. Wieder ein physikalischer Scan-Host mit vier Narius-Instanzen, ein Master, diese vier Narius-Instanzen, eine davon jeweils überwacht dieses System. An den Pfeilen ist jetzt schön erkennbar, jedes System wird damit zweimal überwacht, zweimal gescannt. Auch von dort die Notifications wieder in Richtung Cockpit. Cockpit ist demnach auch zuständig für die Deduplizierung, weil die beiden Instanzen sonst, sowohl Master als auch die einzelnen Scan-Instanzen auf den physikalischen Hosts, nichts voneinander wissen. Das heißt, die können selber keine Deduplizierung vorführen. Die wird nachgeordnet durch Cockpit erfolgen müssen. Ja? Ja. Mhm. Wenn es jetzt nur eine kurzzeitige Störung ist, also Fehler, und dann gleich beim nächsten Check sind alles in Ordnung. Ja. Kann es nicht dann sein, dass dann zweimal das Problem auftaucht in der Zentrale, weil die Deduplizierung gar nicht kommen kann? Ist mir so nicht bewusst, ich betreibe das Cockpit nicht. Bisher gab es zumindest aus unserer Sicht mit solchen Ereignissen keine Probleme. Wie die das lösen, müsste ich tatsächlich nachfragen. Aus meiner Sicht, es funktioniert einfach. Ja. Bitte? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Die führt dann einfach auf Host-Source-Encryption-Tuple und wenn das halt zweimal vorhin werfen, ist eins weg. Danke an den Kollegen. Okay, entsprechend AGS auch. Können wir das vielleicht am Schluss als Frage noch mal aufgreifen? Bitte merken, weil dann können wir das Mikrofon hier vorreichen. Okay, entsprechende AGS natürlich auch in die andere Richtung. Heißt, AGS natürlich, egal wer das Ereignis gesendet hat, müssen an beide zugestellt werden, weil eine, sagen wir, Indirektionszwischenstufe, die jetzt hier gar nicht dargestellt wird, am Schluss nicht mehr weiß, von wem das Ereignis rechts oder links ausgelöst wurde. Vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück von der Technik zum eigentlichen Prozess. Wie bekommen wir Systeme in diesen Monitoring-Prozess hinein? Das ist angebunden natürlich an einen Prozess, Aufbau eines neuen Systems. Das kann völlig neue Hardware sein, das kann auch Umwidmung einer bestehenden Hardware sein. Es gibt da relativ einfach zu erkennen vier Schritte: Aufbau, Qualitätssicherung, Freigabe fürs Monitoring und Einbindung in unser Plattform Narius. In diesem ganzen Prozess sind genau drei manuelle Schritte, nämlich festzulegen, wie soll das System aufgesetzt werden. Alle Installationen bei uns sind vollautomatisch, egal ob Physik oder virtuelle Maschinen. Zum Aufsetzen einer virtuellen Maschine würde das Frontend etwas anders aussehen, weil wir für VMs dann noch Parameter festlegen, wie viel CPU, wie viel Speicher, wie viel Platte kommt da dran. Ansonsten läuft der Prozess vollautomatisiert durch bis zum fertig nachkonfigurierten Betriebssystem. Danach wird in einem zweiten Schritt manuell eine Qualitätssicherung vorgenommen. Bitte nicht verwirren lassen von dem Schritt manuell. Der Schritt manuell heißt, melde dich auf der Maschine an und führe ein Kommando aus. Dieses Kommando dient nichts weiter als
viele, viele lokale Checks durchlaufen zu lassen, die den Sollzustand der Maschine mit dem Ist-Zustand vergleichen und entsprechende Fehler melden. Das ist genau das Gleiche, was wir später ins Nagios-Monitoring übernehmen. Was dann passiert ist, wenn die Qualitätssicherung erfolgreich war, wird diese Maschine freigegeben. Das heißt, sie wird dem eigentlichen Verfahren, wenn nicht noch weitere Aufbauarbeiten notwendig sind, übergeben. Und in der CMDB passiert ganz einfach eins, das ist ein Webfrontend, es wird ein Haken gesetzt, ab sofort wird diese Maschine mit Nagios überwacht. Spätestens 2 Stunden später, wenn die Konfiguration der Nagios-Server aktualisiert wird, wird diese Maschine im A im Nagios und B notfalls mit Ereignissen auch im Cockpit auftauchen. Das heißt, das ist der dritte Schritt, die Freigabe dieses Hakens, alles andere läuft vollautomatisch. Das vielleicht noch mal ganz kurz, noch mal so als Zwischenschritt, bevor wir zu dem eigentlichen Konfigurationsprozess übergehen. Die Sicht, die das Cockpit hat, nicht so wirklich schön zu erkennen. Die linke Seite wären Geschäftsfelder, Geschäftsprozesse. Wir haben das dann aufgedröselt nach Verfahren, haben dort ein Verfahren namens SAMS, in dem gerade ein System rot ist. Und zwar, weil, man sieht es unten noch an dem Ereignis, Nagios gemeldet hat, dass dort im WAR-File-System kein Platz mehr ist. Ja. Das ist die Sicht, die Cockpit sieht und dann hierarchisch sich bis zum eigentlichen Problemverursacher vorarbeiten kann. Es gibt da eine Eventliste, möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, nur der Vollständigkeit halber. Das ist auch das, was wir als Plattform zum Teil mit Freischaltung in dem Cockpit sehen. Ansonsten erfolgt aber ein Großteil der Kommunikation über Incidents. Parallel läuft zwar so eine Ereignisliste bei uns in der Administration mit, aber die ist in dem Sinne nicht führend, nur dass wir gleichzeitig mit dem Cockpit auf unsere 7x24-Systeme vielleicht doch so ein halbes Auge mit drauf werfen. Wichtiges Bestandteil, ich erinnere an das Schlagwort, kein Admin legt Hand an die Nagios-Konfiguration. Kein Admin schreibt per Hand Objektdefinitionen für Services oder Hosts, ist die automatisierte Erstellung von Konfigurationen für diese Nagios-Instanzen, sprich für die 2 Master und die insgesamt 8 Scan-Instanzen. Was wir wollen, ist regelmäßig auf Grundlage der Daten unserer CMDB eine vollständige Sicht auf die zu verwaltenden Systeme haben und daraus eine Nagios-Konfiguration generieren. Im Tagesgeschäft werden Systeme wieder abgebaut, wechseln den Service-Level, haben damit andere Einstellungen für Notifications, werden neu aufgebaut, werden vielleicht auch einfach nur neu aufgesetzt, haben damit ein anderes Betriebssystem bekommen und brauchen dafür vielleicht andere Service-Checks. All das wird führend gesteuert durch einen Auszug von Stammdaten aus der CMDB. Ich habe nachher mal ein Beispiel, was wir aus Nagios-Sicht dort eigentlich verarbeiten. Kerngedanke ist, wir haben unsere Maschinen so weit standardisiert, sowohl vom Aufbau als auch von den Interna des Betriebssystems, immer unter der Maßgabe, wir reden über unsere Linux-Systeme, die Solaris-Systeme sind da noch nicht ganz so weit, dass wir für alle Systeme mit einem Standardset von Services auskommen, die sich zwischen Physik, virtuell und unterschiedlichen Betriebssystemen zwar durchaus unterscheiden, aber wir haben für das Plattform-Monitoring wenig Individual-Services. Wie die später trotzdem mit dazukommen können, zeige ich nachher noch an dem Schaubild, wie wir die Konfiguration als solches erstellen. Das heißt, normalerweise haben alle Systeme die gleichen Services, beziehungsweise Gruppen von Systemen die gleichen Services. Wir wollen uns natürlich trotzdem vorbehalten, Ausnahmen zu definieren, verschiedene Services anderen Systemen zusätzlich zuzuordnen oder auf diesen Systemen nicht zu monitoren. Was wir haben ein bisschen Perl-Code, Stand jetzt Herbst etwa gerade mal 2500 Zeilen. Wir haben diesen Perl-Code dahin gebracht, dass er Plugin-fähig ist. Wir haben für einige Aufgaben Plugins geschrieben, zum Beispiel alles das, was wir als Verfahrensmonitoring, diese dünne Schicht anbinden, ist als Plugin dort enthalten, weitere 2000 Zeilen, sodass wir mit nicht ganz 5000 Zeilen Perl-Code plus etwas Shell-Skript zum Steuern des Ausrollens der Konfiguration hinkommen, um automatisiert für diese Struktur mit N-Scan-Instanzen und jeweils einem Master unsere Configs zu erzeugen, und zwar auf Basis der Einträge in der CMDB. Dazu brauchen wir natürlich noch zusätzliche Datenquellen, nämlich Zuordnung, welche Services sollen denn auf welchen Gruppen von Hosts überhaupt aktiv sein. Das heißt, das Set an Services ist zwar statisch, aber konfigurierbar in seiner Zuordnung.
Kerngedanken hatte ich so zwischendurch alle schon erwähnt. Wir haben nur ein festes Set von Services. Wir ordnen diesen Service normalerweise immer ganzen Gruppen von Hosts zu. Das ist die Regel. Zuordnung zu einzelnen Hosts ist eine Ausnahme. Alle Services, die normalerweise einer Gruppe von Hosts zugeordnet sind, sind immer gleich parametrisiert, alles andere ist eine Ausnahme. Und ist ein Host Bestandteil einer Gruppe, soll einen bestimmten Service aber nicht erhalten, ist auch das eine Ausnahme. Gruppe vielleicht nur als Beispiel, Gruppe aller Systeme, die mit Betriebssystem RHEL 6 laufen, haben ein festes Set an Services, zum Beispiel ein festes Set an Systemprozessen, die überwacht werden sollen. Für Spezialfälle wäre es durchaus möglich, dieses Set an Prozessen zu erweitern oder einzuschränken für bestimmte Testsysteme. Welche Services wir haben, ist zwar statisch, aber konfigurierbar. Das heißt, aus Sicht unseres Konfigurationsvorgangs oder des Erstellens der Konfiguration ist es eine Datenquelle. Da stehen Definitionen von Service Descriptions und entsprechenden Parametern wie die Check-Commands drin. Der Standard-Admin im Tagesgeschäft muss unter Nutzung dieser Infrastruktur eigentlich nicht in der Lage sein, etwas über die Interna von Nagios zu konfigurieren, sondern er muss nur in der Lage sein, in Datenquellen etwas einzutragen, nämlich dass Services auf bestimmte Hostgruppen erweitert werden sollen. Das ist alles. Vielleicht nochmal so ein Auszug, ist nicht ganz vollständig, hier fehlen ein paar Spalten, aber was haben wir als Stammdaten zur Verfügung, was bekommen wir, um entsprechend Services zuordnen zu können? Das sind ein paar unsere Testsysteme aus dem Lab bei uns. Wir haben Informationen über natürlich Namen, IP-Adressen, über die Hardware-Architektur im Sinne von, was ist das für ein Gerät. Dort, wo ESX steht, das sind keine ESX-Hosts, sondern das sind virtuelle Maschinen auf VMware. Wir haben Informationen über das Betriebssystem, über Standorte, über Service-Level und auch über den Status. Ist das Abnahme, Produktion, ist das Schulung oder Test? Wir führen anhand all dieser Informationen Gruppierungen vor und fassen Hosts zusammen. Zum Beispiel alle SLS-11-Systeme, alle RHEL-6-Systeme, alle Systeme mit SL1, alle Systeme mit SL3, alle VMware-Systeme, um so anhand dieser Informationen Gruppen zu bilden. Das heißt, vereinfacht der Prozess, wenn er durch diesen Perl-Code durchgeht, um hinterher eine Services-CFG als Beispiel zu erhalten, startet eigentlich immer mit irgendwie einem aktuellen Export der Stammdaten. Wenn wir natürlich alle 2 Stunden unsere Nagios-Konfiguration erneuern wollen, werden wir auch alle 2 Stunden den Export dieser Stammdaten erneuern. Wir haben als weitere Datenquelle alles, was hier rot in diesem Schaubild dargestellt wird, fasse ich mal als Datenquelle auf. Das heißt, das sind irgendwelche Daten, die irgendwoher bezogen werden, die auch änderbar sind. Alles, was nachher grau ist, sind irgendwelche Prozesse, die ablaufen. Wir haben Filter. Filter dienen nur dazu, aus den Stammdaten Gruppen von Hosts festzulegen, zum Beispiel die Gruppe aller SLES-Systeme, aller RHEL-Systeme, aller VMware-Systeme. Und aufgrund dieser Filter habe ich intern etwas, ich habe auf einmal eine Beschreibung von Gruppen, zu denen Hosts gehören. Viel mehr habe ich noch gar nicht. Natürlich möchte ich vielleicht auch festlegen können, dass 3 bestimmte Systeme einer eigenen, separaten Gruppe zugehören oder dass aus einer Gruppe ein System, obwohl es ein SLES-10-System ist, herausgenommen wird. Das heißt, es gibt eine Beschreibungsmöglichkeit, dass ich explizit Systeme nochmal gruppieren kann. Das geht natürlich in diesen Gruppierungsprozess mit ein, bildet und ändert diese Gruppenzusammenstellung. Wir haben etwas, was wir als Service Mapping bezeichnen, nichts weiter als eine Auflistung von, welche Gruppe soll denn bitteschön welchen Service mit einer bestimmten Service Description ausführen. Da steht noch nichts über den Service als solches drin. Ein interner Schritt, der dann stattfindet, ist, ordne genau diese Services den Gruppen zu. Dazu brauche ich natürlich die Informationen aus diesem Mapping, welcher Service-Bezeichner ist es denn, habe eventuell Informationen über Hosts, die diesen Service gar nicht erhalten sollen, habe ein Template für den Service, der im Wesentlichen für alle Services gleich ist, wo Parameter für Check-Intervalle und Ähnliches drin stehen, die später noch angepasst werden können. Und ich habe in diesem Mapper weitere Parameter für Services. Prominentes Beispiel, wenn ich einen Service-Bezeichner habe, hätte ich als einen Parameter für diesen Service das entsprechende Check-Command, was da eigentlich ausgeführt werden soll. Was dann herausfällt, ist nichts weiter als eine interne Beschreibung, welche Informationen sind denn in einer Service-CFG erhalten. Das heißt, dort ist eine interne Beschreibung von den einzelnen Diensten, auf welchen Gruppen von Hosts, mit welchen Parametern sie bitteschön auszuführen sind. Jetzt haben wir noch das Problem,
diese Information muss so aufbereitet werden, dass ich sie auf Master- und Scan-Hosts verteilen kann, das heißt auf einen Master- und Scan-Instanzen. Das heißt, weitere Parameter in diesem ganzen Prozess ist, ich muss einmal festlegen, möchte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Scan-Instanzen, vielleicht viel mehr oder viel weniger. Und anhand dessen eine einfache statische Aufteilung in bei 4 Scan-Hosts jeweils ein Viertel von Hosts und Services machen, die jeweils von einer Instanz überwacht werden. Das heißt, es ist irgendeine Splitting-Operation, die stattfindet und Daten für den Master aufbereitet, dahingehend, dass dort alle Services natürlich nur auf Passiv stehen und Daten aufbereitet für die einzelnen Scan-Hosts mit jeweils einem Viertel der zu verwaltenden Services, die aktiven Checks machen und an den Master melden. Das Ganze kann man sich noch vorstellen, ähnliche Abläufe existieren für die Host-CFG. Wir haben entsprechende Templates für die Nagios-CFG, für die Master, für die Scan-Hosts. Wir haben entsprechend ähnliche Abläufe für die Kontaktdaten, für die Notifications und ähnliches. All das führt dann dazu, dass wir an den Stellen, wo jetzt Master und Services CFG steht, hinterher nach dem Durchlaufen dieses kompletten Prozesses, das heißt dieses Skriptes, eine komplette Konfiguration für die jeweilige Nagios-Instanz vorliegen haben, die einfach auf die jeweilige Instanz, sprich den Master oder die einzelnen Scan-Hosts, ausgerollt wird. Die vorhergehende Version wird versioniert, es wird getestet, ob diese Version zumindest erst einmal syntaktisch korrekt ist, ansonsten erfolgt automatisch ein Rollback. Vielleicht noch eins, der ganze Prozess als solches ist mal abzüglich der Datenquellen nicht statisch. Schon alleine diese Aufteilung auf Scan-Hosts ist durch eins dieser schon erwähnten Plugins durchgeführt. Wir können an verschiedenen Stellen in diesen Ablauf eingreifen, indem wir im praktischen Sinne eines Filters ein Plugin zwischenschalten, welches die intern gehaltenen Informationen entsprechend aufbereiten kann, um zum Beispiel dieses Splitting später vornehmen zu können. Zwei Worte noch, und damit haben wir die Zeit auch schön eingehalten, über das Deployment. Kernstück dieses Deployment-Prozesses ist das automatisierte Erstellen dieser Nagios-Config, wie gesagt, alle 2 Stunden, tagsüber während der Servicezeiten. Natürlich wird eine Config nur erstellt, wenn Sie die Stammdaten ändern oder wenn Sie Service-Zuordnung geändert haben, ansonsten bleibt die alte Config bestehen, es wird gar nichts generiert. Was wir während des Deployments dann erreichen müssen, ist, wir haben unterschiedliche Configs erzeugt, einmal für die Master und einmal für die einzelnen Scan-Instanzen. Die müssen dorthin auch ausgerollt werden. Ich hatte gerade schon erzählt, das erfolgt wieder unter Zuhilfenahme eines weiteren Skripts, auf das, was ich jetzt hier gar nicht eingehen möchte, was aber dazu dient, diesen Deployment-Prozess zu steuern, zu prüfen, ob denn die Nagios-Instanzen mit dieser Config überhaupt hochlaufen könnten und ansonsten diese Config zu verwerfen und die alte wiederherzustellen, entsprechende Fehlermails zu generieren, sodass sich das jemand ansehen kann, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Was wir auf den Clients noch haben, wenn wir serverseitig entsprechend Kommandos für den NRPE vorsehen oder neu einführen oder ändern, müssen wir gegebenenfalls natürlich die NRPE-Config auf den Clients aktualisieren, um dort neue Kommandos hinzuzufügen oder anders zu parametrisieren. Was wir clientseitig haben, wir haben alles, was wir an Nagios-Infrastruktur brauchen, in eigenen RPM-Paketen, die wir selbst weiter pflegen, weil selbst das RPM-Paket schon parametrisiert ist im Hinblick auf seine Post-Install-Skripte, Benutzer, Portzuordnung und ähnliches in der Art. Diese Pakete liegen bei uns in separaten Repositories für alle unterstützten Plattformen, das heißt derzeit Slash 10, 11, RHEL 5 und RHEL 6. Die Repositories dafür sind natürlich zweigeteilt, einmal in Abnahme-Repositories, einmal in Produktion. Systeme sind entweder Abnahme oder Produktion in diesem Prozess zugeordnet und werden aus den ihnen zugeordneten Repositories alle 2 Stunden bei Vorliegen neuer RPM-Pakete auch automatisiert diese Pakete aktualisieren, sodass wir gegebenenfalls ohne manuelle Eingriffe auf den einzelnen Hosts innerhalb von 2 Stunden auf alle 2000 Systeme neue Nagios-Konfigurationen ausrollen können. Sollte man natürlich vorher an der Abnahme prüfen, weil nichts ist schlimmer, als wenn die komplette Infrastruktur rot wird, weil ein Paket kaputt war. Okay,
Damit sind wir eigentlich schon durch. Kurze Zusammenfassung, was ich hier eigentlich vorgetragen habe. Was ist Plattformmonitoring? Wir haben Monitoring mit Nagios mit einem relativ engen Fokus, nämlich auf unsere Plattform plus einige angrenzende Bereiche. Wir konfigurieren Nagios nicht direkt, beziehungsweise nicht durch die Admins selber, sondern haben eine Art Meta-Konfiguration. Wir konfigurieren ein Tool, was uns Nagios konfiguriert, haben ein relativ festes, statisches Set für unser Plattformmonitoring, haben ein oder wollen ein identisches Gruppenverhalten erreichen, im Sinne von identischen Gruppen sind identische Services zugeordnet. Wir haben eine verteilte Umgebung, redundant, nicht geclustert im Betrieb an zwei Standorten, mit jeweils 4 Scan-Instanzen, diese allerdings nur Notifications generieren. Das heißt, Nagios ist bei uns zwar auch gern mal gesehen, um sich vielleicht nochmal einen Überblick zu verschaffen, warum es denn einen bestimmten Incident gab oder wie die Infrastruktur gerade aussieht, aber es ist nicht das führende Tool. Derjenige, der das Netz überwacht, sitzt in Berlin und Frankfurt, nämlich im Cockpit. Damit danke für die Aufmerksamkeit, kurz vor Mittagessen, und gibt es Fragen? An der Stelle, ich glaube, eine Antwort war man ja noch schuldig, das war dieses, das Zusammenfiltern. Wenn ich es richtig verstanden habe, das war Filtern auf die Kombination Host und Service Description, richtig? Nö. Dann halte ich lieber das Mikro nochmal hin. Also es ist ein ganz klein wenig komplizierter. Für jedes Event, was im Cockpit landet, wird geprüft, gibt es für diesen Host die Service Description für das Tupel bereits ein Event mit der gleichen Severity. Wenn ja, wird es praktisch verworfen, welches ja schon aktuell gemeldet ist. So umgehen wir A, das Deduplizieren oder beziehungsweise die Re-Notification alle 2 Stunden. Falls es nicht die gleiche Severity wird geprüft, ist es okay, wird es als Clearing-Event interpretiert, sprich es wird geschlossen im Cockpit. Wenn es eine höhere hat, also meinetwegen von dem Warning in Critical, dann wird es in den Critical umgewandelt. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Das hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun. Also es, für jedes Event, das reinkommt, wird geprüft, gibt es das bereits. Und unser Nagios macht eine Re-Notification alle 2 Stunden, hätte er das gleiche Problem. Ob da Millisekunden dazwischen liegen oder 2 Stunden, die Prüfung wird immer gemacht. Und oder so, ja. Das war initial unter anderem dem geschuldet, dass das Konzept am Anfang mehrere Scan-Instanzen vorsah, weil nicht ganz absehbar war, kommen wir mit der in 2010 verfügbaren Hardware, die wir dafür zur Verfügung gehabt hätten, mit einer Scan-Instanz aus. Es hat sich dann gezeigt, dass wir mit den eingesetzten Scan-Hosts, das sind SAP-Hardware mit, ich glaube, 8 Prozessoren, 16 GB Speicher, viel mehr steckt da nicht drin, hinkommen, wenn wir testweise alle 4 Instanzen dort laufen lassen, und dabei ist es dann geblieben. Wir generieren weiterhin per Standard Config für 4 Instanzen, jede Instanz mit eigener IP-Adresse, sodass wir innerhalb kürzester Zeit diese Instanz bei Lastproblemen woanders betreiben könnten. Puppet an welcher Stelle? Für was? Also für mehr Konventionsrollout, also Verteilung und so weiter, Konventionsmanagement. Ist ganz einfach, für einen Prozess mit diesem speziellen Anwendungsfall. Ich habe Configs, sie müssen von A nach B, und ich möchte Tests machen, ob diese Config existiert. Einfach, sagen wir mal, spontan Know-how da war, wie ich das mit Shell-Skripten und SSH-Verbindungen innerhalb von kürzester Zeit hinbekomme, aber lokal kein Puppet-Know-how vorhanden. Ja? Das heißt, die Kollegen, die das eigentliche Deployment dann hinterher umgesetzt haben, sind in diesem Sinne mit Puppet eher nicht bewandert. Ja? Puppet ist oder wird gerade immer wieder Thema bei uns, aber derzeit so nicht im Einsatz, und es war einfach absehbar, mit dem bestehenden Wissen und Können ist diese Lösung umsetzbar. Wir müssen uns da nicht in irgendetwas Neues einarbeiten. Ja?
Da sind wir eigentlich relativ schmerzfrei, weil wir setzen von Nagios, wie eben eigentlich gezeigt, nur in Anführungsstrichen die Scan-Engine ein. Ja? Wir sind da relativ offen zu gegebener Zeit, wir haben keinen Druck, vielleicht neue Nagios-Versionen, Nagios 4 im Nagios Core zu nehmen. Wir sind, dadurch, dass wir dieses Meta-Konfigurations-Frontend betreiben, durchaus in relativ kurzer Zeit auch in der Lage zu sagen, okay, gestern gab es einen netten Vortrag zu Ysinga 2, lasst uns das stabil werden, wir schreiben andere Konfigurationsdaten. Ja, das ist der Vorteil, den wir haben, dass wir die Konfiguration nicht statisch halten, sondern on the fly bei Bedarf erzeugen. Und das derzeitige Backend so abzuwandeln, dass es aus den internen Informationen etwas in einem völlig anderen Format schreibt, ist mit relativ wenig Aufwand realisierbar. Das heißt, wir haben derzeit keinen Druck, zu irgendetwas anderem zu wechseln, weil wir technisch mit der derzeitigen Nagios 3 Core-Version, die wir einsetzen, technisch derzeit, ich will nicht sagen keine Probleme, aber wenig Probleme haben und zu gegebener Zeit werden wir uns sicherlich mal umschauen, wo läuft denn die Crowd hin, laufen wir da mit oder laufen wir in eine andere Richtung. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, möchte ich dir danken. Und wollte dann kurzerhand einfach nur noch mal darauf hinweisen, sogar, ich glaube, direkt nach der Mittagspause sind bei uns auch wieder vorne in der Nähe dieser Business Lounge, oder ich glaube sogar in der Business Lounge, werden auch wieder diese Massagen angeboten. Wem es denn ganz dreckig geht und wer viel gesessen war in den letzten Tagen, und bei Rückenbeschwerden einfach da vorne mal einen kurzen Zwischenstopp machen. Ansonsten Dankeschön für den Vortrag. Applaus